Oh, hallo Leute. Neue Warschauer Ausgabe. 25-jähriges Jubiläum. Jetzt überall zu haben. Also wie siehst, das ist eine schöne Sache. Hier finde ich richtig geil, dass es so eine krasse Anti-Nazi-Politik gibt. Hallihallo. Heute sind wir hier zusammen mit zwei Leuten vom Resist to Exist Festival, die Mitveranstalter sind. Das wäre einmal der Thomas und einmal der Hagen. Moin. Und schönen Tag. Das Resist to Exist Festival wird ja dieses Jahr 10 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Meine Frage, wie hat denn überhaupt alles angefangen? Wir sind damals irgendwie mal Zahnarzt groß geworden irgendwie in Berlin. Wunderschöner Nazi-Bezirk damals. Wir hatten nicht viel Platz irgendwie, um alternative Gedanken irgendwie zu äußern, beziehungsweise ausleben zu können irgendwie. Oder gab einen Rückzugspunkt für uns, das war der Wiesower Park damals. War alles toll, war alles schön irgendwie, waren damals so, weiß nicht, 40, 50 Leute oder was. Ja, alle schön rumgefeiert haben. Ja, der Salat hat halt irgendwann Probleme mit uns gehabt. Irgendwie hat es dann angefangen, uns im Park rausschmeißen zu wollen irgendwie. Dann kam halt irgendwie ein Typ irgendwie, nee, zwei waren sogar bei uns aus der ganzen Gruppe, kam auf die bescheuerte Idee zu sagen, so, ey, wir machen hier so ein Protestding irgendwie. So, fahren mit dem Lasten an den Park, eine Bühne drauf, bauen auf, spielen, bis die Bullen kommen und dann hauen wir uns einfach wieder ab und verbissen uns irgendwie. War eine schöne, lustige Idee, hätte auch funktioniert. Problem ist gewesen, damals war der Park schon abgesperrt und mit Kameras übersät und Wachschritte-Taste nicht gesehen. Das heißt, wir wären gar nicht mit diesem Laster da hingekommen in den Park. So, was haben wir dann gemacht irgendwie? Da war um die Ecke, also im Park selbst war eine Bühne, so eine Freilichtbühne. Die haben wir dann irgendwie in Kombination mit Gunne, der leider auch nicht mehr unter uns weilt, irgendwie. Haben wir uns dann irgendwie diese Bühne untertan gemacht irgendwie und haben dann einfach dieses Konzert auf diese Bühne verlagert. Und ja, irgendwie war das so der Anfang. Damals hat es, glaube ich, noch 3,50 Mark gekostet oder was. Für einen Tag. Lief ganz gut, dann haben wir das im Jahr danach nochmal gemacht. Lief besser. Waren dann schon 2 Tage. Und ich glaube, im dritten Jahr ging es dann schon los, dass dieses Amt dann irgendwann auch kapiert hat irgendwie, dass wir die Leute sind, die sie eigentlich aus dem Park raushaben wollen, die aber jetzt auf der eigenen Bühne vom Amt dort nur irgendwie ein Konzert macht. Ja, und als Resultat davon irgendwie haben sie dann ein Verbot für Punk- und Rockveranstaltungen im Park ausgesprochen und haben uns damit dann erfolgreich quasi aus dem Park vertrieben. Und dann sind wir auf das zweite Gelände gewandert, irgendwie im Hornauer Ring. Das sind alte, abgefuckte Industriegelände da hinten. Wo wir inzwischen auch schon wieder runter sind irgendwie. Jetzt haben wir irgendwie das dritte Gelände am Arsch, was im nächsten Jahr auch schon wieder wegfällt irgendwie. Also wir werden scheinbar ein Wanderfestival. Immer noch in Marzahn. Immer noch in Marzahn, ja. Das ist ja eigentlich war der Ansatz irgendwie, oder ist es immer noch der Ansatz irgendwie halt. Das kam ja aus diesem ganzen Dunstkreis, dieser ganzen Nazi-Scheiße damals raus irgendwie, dass wir gesagt haben, so, das Ding muss hier stattfinden als Zeichen des Protestes. 20.000 Liter Bier! Weil diese Ding halt damals irgendwie aus dem Herzen quasi entsprungen ist und aus der Not heraus. Glaube ich, hat sich auch diese ganze DIY-Kultur da drin entwickelt. Erste Ding, wenn wirklich gemacht wird, wenn man es machen möchte. Irgendwie. Und nicht halt, weil irgendjemand zum Anfang die Idee hatte, wir machen ein Konzert, um damit Geld zu verdienen. Sondern das Ding halt wirklich als Protest damals irgendwie ins Leben gerufen hat. Und ja, machst du das halt irgendwie aus Überzeugung irgendwie. Und das Ding ist bis heute geblieben. Und ich glaube, Hagen war der Erste, der uns wirklich daran erinnert hat, irgendwie, dass es eigentlich DIY ist, was wir da machen. Ihr seid ja mehr oder weniger ein großes Team. Jeder von euch sicher einen Großteil seiner Freizeit und Kraft auch dafür opfert für dieses Festival. Warum macht ihr das? Aus unterschiedlichen Beweggründen für alle Einzelnen. Also sind so im Kern 15 bis 20 Leute, die sich so um die Orga und das drumherum kümmern. Aber dann direkt auf dem Festival sind es inzwischen, glaube ich, knapp 200 Leute, die irgendwie mithelfen und aktiv sind und die auch
gar nicht alle so direkt aus dem Umfeld halt kommen. Und das ist ganz cool, glaube ich. Und das ist eben auch so dieses DIY-Ding, dass Leute scheinbar irgendwie daran glauben, dass es halt wichtig ist. Und das ist zum Beispiel auch eine Idee, so Leuten zu zeigen, hey, das ist jetzt irgendwie zwar ein großes Festival, da gehören viele Sachen dazu, das ist nicht so ganz easy, aber theoretisch kann das halt jede und jede so mitgestalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele und auch bei uns, warum wir jedes Jahr das machen, so gerade nach so Jahren, wo es so finanziell knapp war oder halt auch irgendwie so krass Scheißwetter, wenig Leute irgendwie dann auch woanders verschätzt. Also gerade wenn es halt unkommerziell ist, gibt es halt eigentlich nur, du schaffst gerade so plus minus null und ein bisschen was bleibt übrig oder du hast halt krass viel Verlust und dann musst du halt wieder ausgleichen, dann fragst du dich, okay, sollen wir das weitermachen, machen wir das weiter? Und dann sind die Leute halt inzwischen in unterschiedlichen Lebensbereichen und sagen dann, naja, eigentlich habe ich nicht mehr so die Zeit und nicht mehr so die Lust. Und dann kommt es aber wieder zu einem Punkt, wo sie sagen, hey, aber eigentlich müssen wir doch jetzt das nochmal probieren und gucken, und so viele Leute wollen das halt auch, dass es bestehen bleibt. Und dann ist das vielleicht auch so der Anstoß, und nächstes Jahr wird es dann wieder besser. 2011 irgendwie haben wir ziemlich fette Minus drin gehabt. 10.000 Euro oder so war gar nicht. Das hat schon einen guten Knackpunkt gegeben irgendwie. Also da war die Motivation bei einigen wirklich schon ziemlich down irgendwie. Dann ist die Länder damals noch weggefallen. Und da stand das ganze Ding wirklich auf der Kippe irgendwie. Da gab es wirklich Überlegungen, so, machen wir das überhaupt nochmal, machen wir das kleiner irgendwie, setzen wir ein Jahr aus. Passt ja auch ganz gut in diesen Zeitraum irgendwie des Festivalsterbens. Da sind ja jetzt einige irgendwie über den Jordan gesprungen. Aber irgendwie rafft man sich halt trotzdem immer wieder auf, das komplette Jahr eigentlich. Also du sitzt da, das Festival ist vorbei und fängst an für das nächste Jahr wieder zu planen. Was eigentlich total bescheuert ist irgendwie, weil du dein komplettes Leben darauf ausrichtest irgendwie, und so mit Freizeit und Privatzeit ist da nicht mehr so viel. Und ja, warum machen wir das eigentlich? Irgendwie kriegst du keine Geld, keine Nuss irgendwie. Ich glaube, das ist halt, du kriegst frei, so fast was zu essen. Und siehst einfach das Grinsen von den Leuten irgendwie, wenn sich so, weißt du, wenn du auf dem Festival denn du stehst, selbst bei der Veranstaltung. Wir wollen so feiern hier! Also das ist eine Form der Anerkennung irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und das unterstützt dich natürlich auch dahingehend, dass du weißt irgendwie, dass die eigenen Ideale, die wir selber damit irgendwie auch versuchen nach außen zu tragen, dass die ja doch irgendwie schon Gehör finden und einen gewissen Anspruch innerhalb der Szene. Ich glaube, das ist so diese eigentliche Motivation daraus. Wie läuft denn eigentlich überhaupt die Organisation bei euch ab? Also es gibt Leute wie im Booking, die fangen direkt irgendwie mit dem Festivalende an, das nächste zu planen, irgendwie wieder Bands zu booken, die diesmal nicht konnten oder die sie irgendwie gern hätten oder die man einfach frühzeitig booken muss. Als wir damit angefangen haben, irgendwie, wir hatten ja keine Ahnung von Blasen und Tuten irgendwie. Wir haben angefangen mit dem Ding irgendwie, wir haben es einfach gemacht. Diese Teil zu mehr Punkrock halt, ne? Einfach machen. Und haben dann auch irgendwann festgestellt, irgendwie, dass je größer diese Dinge geworden ist, irgendwie, das ist immer komplizierter geworden, irgendwie da wirklich noch was zu managen und zu handeln. Wir haben auch von vielen Sachen überhaupt keine Ahnung gehabt. Also da kam dann irgendwann mal der TÜV aufs Gelände und meinte so von wegen, so habt ihr denn hier Prüfbücher, habt ihr den Bauantrag und den ganzen Scheiß, und wir standen so da, what the fuck, Alter, so was brauchen wir, wozu, denn fliegende Bauten, mein Gott, da musst du erstmal drauf kommen. Also man lernt halt dazu irgendwie, und natürlich festigt man sich so im ganzen, oder im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre eigentlich, in den einzelnen Bereichen irgendwie, also denen man so mit Interkontakten und so was abgeht irgendwie, musst du ja Vorgespräche mit den der Polizei haben und mit den Sani-Leuten und so was, und Feuerwehr. Ist so, ich glaube, früher hätten wir nicht auf die Reihe gekriegt. Hätten wir da gesessen irgendwie und wären wahrscheinlich sofort aus der Haut gefahren. Inzwischen irgendwie wäre es halt irgendwie zu handeln und bleibst so ruhig, okay, ja, komm, machen wir. Ja, also, es war sehr chaotisch zum Anfang. Inzwischen ist es strukturierter, aber immer noch chaotisch. Was, glaube ich, auch so ein bisschen den Charme des Festivals ausmacht. Also, ich glaube, man kriegt so mit so auf der Veranstaltung selber irgendwie, dass da manchmal einfach verpeilt halt irgendwie so mit dem Alltag bestimmt. Ja. Aber ich glaube, dass es halt auch so ein Beispiel ist, also wenn man sich so die Aufgaben anguckt und das alles, und ich meine, ich glaube, es könnte schon eine einzelne Person über ein Jahr organisieren, aber dann ist es halt irgendwie kein Spaß und man hat diese ganzen Erfahrungen, das ist auch so schon nicht, und deswegen machen es halt irgendwie so viele Leute über ein Jahr verteilt, damit sie noch ein paar andere Sachen machen können.
um sich dann irgendwie auf das Festival zu freuen und dann diese ganzen Konflikte, die man im Laufe der Zeit hat oder Probleme, die man so bewältigt, macht es dann halt einfach irgendwie, glaube ich, besonders und mehr wert. Und vor allen Dingen auch so die Herausforderung in Berlin, ein Open-Air-Festival zu machen, was jetzt irgendwie vielleicht nicht gerade auf dem Tempelhofer Feld ist und halt irgendwie von sonst welchen großen Firmen und der Stadt unterstützt wird, sondern in so einem Randbezirk wie Marzahn. Das ist halt irgendwie, glaube ich, auch so Herausforderungen, die man sich so selber stellt. Und ich finde es halt gut und wichtig, dass da nach wie vor Leute gibt, die da Bock haben, so diese Herausforderungen halt zu meistern. Das Problem ist halt echt in Berlin, ne? Irgendwie, du hast kaum Flächen. Wenn du Flächen hast, darfst du es nicht machen. Oder hast du irgendwie mit ruhestörenden Lärm am Arsch. Ein ganz großes Problem ist in Berlin, irgendwie, du hast den Auflagenkatalog irgendwie, da würde wahrscheinlich jeder Veranstalter irgendwie aus einem anderen Bundesland sagen, seid ihr bescheuert, irgendwie, wollt ihr das nicht machen. Irgendwie, dass halt Auflagen irgendwie, die daran orientiert sind, irgendwie, dass eine Silvesterparty mit 1 Million Leute im Brandenburger Tor stattfindet, irgendwie, weißt du, dann kriegst du diesen Katalog irgendwie auf der kleinen Punk-Festival aufgemünzt, was totaler Quatsch ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, wenn man eine Veranstaltung mit so 2000 Leuten halt macht, dass es eben eine gewisse Sicherheit auch für die Leute, die da halt zu Gast sind auf deinem Gelände irgendwie, selbst wenn es halt irgendwie nur gemietet ist, dann halt auch irgendwie da ist. Das heißt so mit irgendwie einem Tag, weiß ich nicht, 200 Leute im Giesdorfer Park und dann irgendwie 2000 Leute auf einem extra abgezäunten Gelände oder auf einem Gelände, was sonst halt ganz anders genutzt wird, wo es halt nichts gibt, ist halt schon auch irgendwie noch ein Unterschied. Und da finde ich halt, ja, ist es, abgesehen von den ganzen Auflagen, auch sonst eine Herausforderung, so einem gewissen Standort gerecht zu werden. Als wir angefangen haben, irgendwie haben uns die ganzen Labels und Agenturen gesagt, so seid ihr bekloppt, ihr werdet es nie auf die Reihe kriegen, in Berlin so weit durchzuziehen, das ist einfach unmöglich. Wir haben es seit Jahren vor, es hat nie geklappt. Wir haben es durchgezogen und das Ding lebt bis heute immer noch irgendwie. Also man sieht offensichtlich, wenn finanzielle Interessen nicht ganz im Vordergrund stehen, irgendwie, dass es möglich ist. Ich glaube, also kommerziell, glaube ich, wäre es echt ein Problem, das in Berlin zu machen irgendwie. Aber so wie wir, ich glaube, nimmt uns auch keiner unbedingt übel, wenn da irgendwie der Acker als scheiße gemäht ist oder da irgendwie so ein Loch irgendwie drin ist beim Zelten. Irgendwie, das ist halt so, dafür kostet es halt wenig. Was ist euch beim Resist wichtig? Ich glaube so schon dieses eben DIY-Gefühl halt zu vermitteln. Ist nach wie vor vielen wichtig, einfach zu zeigen auch, dass man sowas machen kann, jeder Mensch eigentlich sowas machen kann, wenn er Lust drauf hat. Dann aber auch so ein Stück weit anderen was zurückgeben oder der sogenannten Szene, was auch immer das für jeden Einzelnen darstellt, was zurückgeben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht immer nur so zu konsumieren, sondern eben auch was zurückzugeben und andere dadurch anzuregen, auch sowas zu machen und dann ja eben auch so den Anspruch von einfach einem politischen Festival halt zu halten. Also das halt, es gibt halt viele Musikfestivals in Deutschland und davon sind die wenigsten irgendwie politisch oder irgendwie nur verknüpft mit politischen Ideen und wir haben versuchen halt Inhalte, Stände und Programmpunkte sowie halt die ganze Organisation, das tun wir auch immer halt schon so auszurichten, dass es so einen gewissen Anspruch halt hat oder zumindest so eine Plattform ist, wo man diskutieren kann. Also im Endeffekt ist das auch schon die Gemeinschaft, die man selber in der Orga mit hat. Also das ist sehr interessant, die Leute, die bei uns den Ton machen zum Beispiel, die haben angefangen als eine Jugendfirma, haben sich damals gegründet irgendwie, sind inzwischen recht professionell unterwegs irgendwie und ich glaube, das wären die auch nie geworden, wenn wir die damals nicht in diese Feste mit drin gezogen hätten. Ein paar Leute, die aus dem Schutz heraus angefangen haben, das beruflich zu machen irgendwie. Also man gibt ja auch schon eine gewisse Perspektive an Leute mit weiter oder beziehungsweise zieht die in ein großes Drumherum rein und gibt ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit, da eventuell Erfahrung zu sammeln oder irgendwie eine eigene Leidenschaft zu entwickeln irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so, weil der ziemlich stark zwischen den Zeilen mitschwimmt irgendwie, dass man eine Möglichkeit hat, sich selber zu verwirklichen. Also ich meine, wer von uns hätte sonst jemals irgendwie die Möglichkeit gehabt, irgendwie Restarts oder sowas selber mal zu buchen und selbst zu veranstalten. Ich glaube, niemand oder einfach überhaupt die Kenntnis überhaupt nicht gehabt hätte. Und ansonsten ein großes Klassentreffen. Ja, das ist auf jeden Fall eine kleine Familie im Laufe der Zeit geworden. Erzählt mal etwas zum 10-jährigen Jubiläum. Gibt es irgendwas Besonderes? Ist irgendwas Besonderes geplant? Große Highlights wie jedes Jahr. Also wir versuchen, wie gesagt, drumherum ein bisschen Programm zu haben. Es wird wieder ein Kino geben und Stände und ja, mal gucken, was wir irgendwie noch an Specials
auf die Beine stellen können, was tatsächlich immer in Abhängigkeit eben von diesen Geländefragen ist. Ansonsten glaube ich auch, es ist an und für sich schon cool, dass es so ein Festival 10 Jahre gibt, ohne dass man jedes Mal gleich Feuerwerk machen muss. Also gibt es so ein paar kleine Sachen, die wahrscheinlich stattfinden werden. Wir haben zum Beispiel einen kostenlosen Friseur auf dem Platz, wo du dir den Iro hochstellen kannst oder dir halt irgendwie for free irgendwie eine neue Frisur, wenn du besoffen bist, nachts schneiden kannst und das am Montag dann bereust, wenn du jetzt zur Arbeit musst. Der Typ, der das macht, der hat irgendwie so eine eigene Pomade entwickelt, hier so ein Hochstell-Haarzeug da irgendwie auf biologischer Basis irgendwie. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Wir haben halt eine Menge Stände auch von Hausprojekten irgendwie damit auf dem Platz. KfW zum Beispiel, der ja gerade räumungsbedroht ist. Tommy Haus, ich weiß nicht, wie weit jetzt irgendwie Supermodi da mitmacht, wahrscheinlich auch, der gibt mal bunte Kuh und so weiter. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein Flunkyball-Turnier. Das ist ganz groß geplant. Wir haben extra eine Person abgestellt, die es organisiert und ihr könnt euch absolut bei uns bewerben als Team und dann gibt es da ein krasses Turnier und es gibt bestimmt geile Preise, Freibier. Was sag mal Bierball, oder für die Leute Bierball, ich weiß nicht, im Westen heißt es glaube ich Flunkyball, ansonsten heißt es Bierball. Die Leute, die es kennen, die sind dabei. Die Leute, die es noch nicht kennen, die verlieren eh. Kommt vorbei und lass dich überraschen. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Was auf jeden Fall irgendwie raus muss, ist irgendwie ein fettes Danke an alle Leute, die bis jetzt dabei gewesen sind. Also vor allem seitens der Gäste, natürlich auch seitens der Crew. Ich glaube, ohne diesen ganzen Support von den Gästen irgendwie über die Jahre weg hätten wir das Ding nie gestemmt bekommen. Gerade nach diesem fetten Minus, was wir hatten, weil wir einen Spendenaufruf irgendwie rausgehauen haben. Es war echt überwältigend, was da für ein Support irgendwie zurückkam. Irgendwie, ihr habt uns damals echt den Arsch gerettet und ich glaube, wir wären ansonsten gerade nicht mehr up to date. Also ich glaube, Resist würde nicht mehr funktionieren, wenn damals irgendwie die Gäste neben uns nicht unterstützt hätten. Back to Future hat ja gerade ein ähnliches Problem. Da läuft es ja auch sehr viel über Solidarität gerade. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir eigentlich mit diesem ganzen DIY-Gedanken irgendwie kommunizieren möchten. Dass halt scheiße, wenn die Szene nicht mehr zusammenhält und sich nicht mehr gegenseitig unterstützt irgendwie, dann haben wir hier ein Business, was hier nur noch läuft und das Punk nur noch eine Mode und dann kannst du doch in die Tonne treten. Insofern danke an euch alle, danke an die Crew. Danke an Events vielleicht auch mal. Danke an Warschau für das Interview. Warschau. Kein Problem, gerne. Ja, das war's dann. Vielleicht sehen wir uns beim Resist 2013. Tschüss. Mein eigenes Festival macht so mit dem Laster im Park und der Bühne drauf. Einfach auf und spielt es in die Bullen rum. So trinkt es aber Tat für über 10 Jahre. Wir sind doch an der Wahnsinn, wie sie Bahn war. Ganz ehrlich, es fängt noch immer schwer zu begreifen. Das ist unser Stoff, der am Ende Früchte reift.